herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Christoph von Autopartner und heute stelle ich euch den Chrysler Pacifica Touring L vor. Es gibt ja verschiedene Varianten vom Pacifica und heute speziell der Touring L für euch. Ich habe einige Fragen vorbereitet, die ich beantworten möchte. Diese Fragen kommen von unterschiedlichen Kunden, sind eigentlich die meistgestellten Fragen. Und daher möchte ich euch einfach einladen, dass ihr zuschaut und einiges über den Pacifica lernt. Der Chrysler Pacifica, in dem wir jetzt hier sitzen, hat schwarze Sitze. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier erkennen kann. Das ist die Variante mit 7 Sitzen serienmäßig. Es hat auch mal eine Variante gegeben, aber nur für eine kurze Zeit, die auch 8 Sitzplätze hatte. Das heißt, wir hatten vorne die beiden, dann hatten wir in der zweiten Sitzreihe die normalen zwei, die man so kennt, und einen schmaleren Sitz in der Mitte nochmal und die 3 Sitzplätze hinten in der dritten Sitzreihe. Das Schöne ist, das kennt ihr, glaube ich, aus dem Vergleichsvideo vom Grand Caravan und vom Pacifica, was wir schon mal gemacht haben. Falls ihr es nicht kennt, verlinke ich es euch oben. Dieses Store-and-Go-System, das hatte ich damals schon vorgestellt, ist ein phänomenales System, das die Amerikaner schon seit ganz vielen Jahren verbauen und den Deutschen auch heute noch im Jahr 2020 weit voraus sind. Weil ihr könnt das ganze Auto ab der zweiten Sitzreihe bzw. die ganzen Sitze verstauen. Ihr müsst nichts losschrauben, ihr müsst nichts rausheben. Ihr könnt das Ganze theoretisch sogar machen mit einer Hand und einer anderen Hand in der Tasche. Das geht super einfach und ist halt einfach ein grandioses System. Dann haben wir immer die Frage, was kostet so ein Pacifica? Das ist immer eine gute Frage. Da muss man natürlich immer schauen, dass man Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen. Wir sitzen jetzt in einem unfallfreien Pacifica Touring L. Der hat per jetzt 44.529 Meilen auf dem Tacho. Das sind mal 1,63 gerechnet knappe 72.500 Kilometer. Und wenn ich euch das Auto gleich aber näher zeige, werdet ihr feststellen, dass man diese Laufleistung diesem Auto nicht ansieht. Der Pacifica, in dem wir jetzt sitzen, der liegt jetzt bei, da muss ich mal eben aufs Schild gucken, bei 31.950 Euro. Das ist für ein unfallfreies Auto. Jetzt gibt es natürlich viele im Internet, die immer noch verunfallt waren, die schon eine Gasanlage verbaut haben, die wesentlich billiger sind. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Das Thema Carfax haben wir auch schon angerissen. Deswegen, da wir unfallfreie Autos verkaufen, sind unsere Preise natürlich etwas höher als bei verunfallten Autos. Was kostet so ein Auto in der Versicherung? Das ist auch immer eine Frage, die natürlich stark von einem selber abhängt. Das heißt, welche Schadensfreiheitsklasse hat man? Wie alt ist man? Wie lange fährst du unfallfrei? Ist es ein Erstfahrzeug? Ist es ein Zweitfahrzeug? Das sind ganz viele Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen. Wenn ihr dazu spezifische Fragen habt, kann ich euch gerne einen Kontakt geben, eine Versicherungsagentur, mit der wir auch lange Jahre zusammenarbeiten, der euch das Auto ordentlich versichern kann. Als Range, was so ein fairer Preis ist, oder was heißt ein fairer Preis, ein Preis, der okay ist für den Pacifica, sind so zwischen 900 und 1200 Euro im Jahr Vollkasko. Das ist natürlich jetzt keine Gewähr, dass ihr diesen Preis auch kriegt, wenn ihr jetzt 18 seid und habt schon einmal einen Unfall gebaut am zweiten Tag eures Führerscheins, dann kriegt ihr diesen Preis natürlich nicht. Aber das ist so eine Kragenweite, mit der man grob kalkulieren kann. Ja, das ist so der Rahmen, der okay ist. Was kostet so ein Auto an Steuern? Auf unserer Homepage, den Link schreibe ich euch in die Beschreibung, ist ein Kfz-Steuerrechner, wo ihr die Daten zum Auto eingeben könnt und der spuckt euch ganz genau alles aus. Da könnt ihr natürlich auch andere Autos kalkulieren. Dann geht es weiter mit den Fakten und zwar, was wiegt so ein Pacifica eigentlich? Das ist immer etwas abhängig von der Ausstattung natürlich, was er an technischen Sachen, Spezifikationen und auch ein Stück weit Spielereien vielleicht verbaut hat, aber so ein Pacifica wiegt immer zwischen 2 und 2,2 Tonnen. Das ist immer so die Bandbreite, in der wir uns bewegen. Dann ist immer die Frage der Tankinhalt. Wie viel Liter gehen denn in den Tank? Und zwar, der Pacifica hat einen 72 Liter Tank.
Punkt. Das 72 Liter Tankinhalt. Das ist alles, was wir dazu sagen können. Hier sehen wir nochmal den Verbrauch. Wir waren jetzt bei 11,7 Liter auf 100 Kilometer und dem analogen Tacho. Das heißt, wir haben hier den Drehzahlmesser und da haben wir die analoge Anzeige, die allerdings jetzt in Meilen eingestellt ist. Wenn ich jetzt im Menü rumklicke, haben wir jetzt hier die aktuelle Geschwindigkeit, ihr seht das hier unten, in km/h eingestellt. Die können wir aber auch über einen Knopfdruck, und zwar wenn ich jetzt hier auf OK drücke, seht ihr, dass sich die Einheit umstellt auf mph. Das geht aber ratzfatz, und wenn ich wieder OK drücke, haben wir es wieder auf km/h umgestellt. Das ist jetzt nur die Schnelleinstellung dieser aktuellen Geschwindigkeitsanzeige. Wir können natürlich auch noch die gesamten metrischen Einheiten einstellen im Fahrzeug, was wir bisher noch nicht getan haben. Dazu gehe ich einfach auf Settings und gehe dann auf Units. Na, will er nicht? Units, und dann gehe ich einfach hier auf metrisch. Und dann stellen sich hier oben die Gradzahlen ein auf Grad Celsius. Wir haben hier die Laufleistung. Einziger Nachteil dieser Anzeige, ihr seht hier unten sind die mph drin. Diese Anzeige bleibt in Meilen, aber ihr habt zum Glück die digitale Anzeige noch, die euch die aktuelle Geschwindigkeit dann in km/h anzeigt. Beim Lenkrad ist es so, wir haben hier die Freisprechanrichtung, die wir annehmen können und auflegen können. Das hier ist ein Knopf, darüber können Sprachbefehle erteilt werden. Das System der Sprachbefehle funktioniert so, ich sag mal, semi-optimal, weil es A, nur auf Englisch funktioniert und B, auch nicht so sensibel ausgereift ist, wie man das von anderen Spracherkennungsprogrammen so kennt. Hierüber steuern wir den Tempomaten. Wir können über den mittleren Knopf, ihr seht das parallel hinten im Display, wenn ich den anmache, dann habt ihr im Display hinten Cruise Control Ready, das heißt, der Tempomat ist eingeschaltet. Und wenn wir dann Set Plus drücken bei einer gewünschten Geschwindigkeit, dann setzt sich der Tempomat. Wir haben nämlich dann auch hier drin dieses Tempomat-Symbol. Und wenn ich jetzt wieder ausmache, dann seht ihr Cruise Control Off. Dann haben wir noch die Lichteinstellung. Wir haben natürlich Lichtautomatik. Die haben wir hier. Licht ist jetzt aus. So ist das Standlicht an, das Abblendlicht an und die Lichtautomatik. Über diese beiden Drehrädchen können wir zum einen die Helligkeit im Fahrzeug einstellen und zum anderen die Displayhelligkeit können wir dimmen und einstellen. Das mache ich hier nochmal wieder aus. Und Nebelscheinwerfer haben wir natürlich auch noch vorne. Und dieser Knopf hier ist separat, den rüsten wir immer nach. Das ist die Nebelschlussleuchte für hinten. Da die amerikanischen Fahrzeuge serienmäßig keine Nebelschlussleuchte haben, rüsten wir die für den deutschen TÜV nach. Ansonsten haben wir hier eine Gesamtübersicht. Geschaltet wird mit diesem Knopf, ich mache das Radio aus. Wir haben einmal P, R, N, D, das sind die typischen Gänge, die wir beim Automatik haben, durch Drehen. Ich zeige es euch mal, wenn ich drehe, kommen wir in den Rückwärtsgang. Dann geht nämlich auch automatisch die Rückfahrkamera an und der piept. Und wenn ich zum Beispiel auch das Park Distance ausschalten möchte, weil ich das extrem nervig finde, dann drücke ich diesen Knopf hier und dann ist es aus. Dann meckert er mich hier wieder an, dass das Parksensorsystem ausgeschaltet ist. Und weil ich jetzt in einer Ecke stehe, relativ weit vorne vorm Tor, bimmelt er mich über die Seitensensoren an, über die Warner hier. Ihr seht dieses Dreieck. Und jetzt gehe ich mal wieder raus aus dem Rückwärtsgang, weil das doch relativ nervig ist. Wenn ich dann weitergehe in N, ist der neutrale Leerlauf, den man so kennt. D ist Drive. Das haben wir für den normalen Fahrmodus. Und dann gibt es noch L, da komme ich aber so nicht rein. Und zwar bedeutet L, das ist ein Gang, den wir nur in den USA benötigen, wenn wir einen Anhänger ziehen möchten. Ich übersetze das immer sinngemäß mit einem Lastgang. Könnt ihr eigentlich ignorieren, weil es hier für Deutschland eh nicht benötigt wird. Und ihr kommt ja auch ohne gewisse Voreinstellungen einzunehmen gar nicht in diesen Gang rein. Von daher könnt ihr das ignorieren. Außerdem haben wir hier noch die elektronische Handbremse. Kann man auch einstellen, ob die jedes Mal angeht, sobald ich in P gehe, und ob sie automatisch ausgeht. Das ist alles Einstellungssache. Dann haben wir die Lautstärke, Senderverstellung
Start-Stopp-Automatik haben die Amerikaner oder die Pacificas mittlerweile auch. Können wir auch ein- und ausschalten. Und ansonsten haben wir die normale Bedienung hier, wie man es so kennt. Das ist Radio, können dann hier über Controls die Sitzheizung einstellen. Da haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt mal hochschaue zu diesem Element, das ist auch sehr schlau gelöst. Wir haben zum einen das Licht und dann haben wir aber auch die Steuerung der einzelnen Türen. Das heißt, wir können einmal die elektrische Heckklappe öffnen, indem wir als Fahrer vorne drin sitzen, die linke Schiebetür öffnen und die rechte Schiebetür öffnen. Und was sehr schlau ist, wir können diese Elektrik der Schiebetüren deaktivieren. Da wir vielleicht irgendwann mal mit Kindern fahren werden in diesem Auto, die gerne an allem drücken und ziehen, können wir das ausschalten, dass die Kinder über Drücken der Knöpfe hinten die Türen öffnen können. Kann man wieder deaktivieren. Dann gibt es einmal die Ablage für die Sonnenbrille und das ist eine ganz schlaue Erfindung. Und zwar haben wir einmal, wie ihr seht, den Rückspiegel. Darüber könnt ihr normal in den Spiegel schauen. Und wir haben, jetzt seht ihr mich hier sogar, noch einen Fischeispiegel, in dem ihr während der Fahrt alle Insassen sehen könnt. Das ist nämlich extrem schlau, wenn ihr Kinder hinten drin habt. Darüber könnt ihr sehen, ob die gerade Faxen machen oder nicht. Wenn wir gerade beim Thema hinten sind, gibt es nämlich auch noch eine extra Variante. Und zwar können wir unter dem Punkt Climate auswählen Rear Climate. Das bedeutet, ihr könnt die komplette klimatische Steuerung für hinten, für den hinteren Fahrzeugraum einstellen. Wir haben nämlich hier oben eine Einstellung. Aber ihr könnt die von vorne blocken. Gleiches Argument, Kinder drücken gerne. Das heißt, ihr könnt die von hier über Lock Rear blockieren. Dann können die Kinder hinten rumdrücken, wie sie das möchten. Und ihr werdet feststellen, dass da nichts passiert, weil wir hier das Schloss nämlich eingeblendet haben. Und wenn wir wieder rausgehen aus dem Punkt Lock Rear, dann können wir zum einen wieder von hier verstellen. Oder natürlich auch von hier verstellen. Wenn ich jetzt hier auf 20 Grad stelle, seht ihr, haben wir da oben auch 20 Grad. Das ist extrem praktisch, weil wenn ihr nämlich Kinder habt, die hinten 27 Grad haben und nörgeln und ihr nicht wisst, warum, weil das bei euch vorne angenehm ist, das könnte einer der Gründe sein. Dann ist mal die Frage Höchstgeschwindigkeit. Das wissen immer oder möchten immer die Männer ganz gerne wissen unter uns. Der Pacifica ist natürlich eine Familienkutsche, und aber man kann damit, da er ja 210 kW, sprich 286 PS hat, kann man damit schon ordentlich Gas geben. Die Pacifica sind aber ab Werk bei 180 km/h abgeriegelt. Wenn ich meine persönliche Meinung dazu äußern darf, ist das völlig ausreichend. Wir fahren gerne alle schnell und zeigen gerne auf der Autobahn noch alle, was wir können. Aber wenn wir jetzt hier sitzen und haben Partner, Partnerin und Kinder oder was auch immer im Auto, dann muss meines Erachtens nicht mit 220 auf der linken Spur noch gedrängelt werden. Aber ist meine persönliche Meinung. 180 ist bei dem Pacifica serienmäßig jedenfalls das Ende erreicht. Finde ich aber völlig in Ordnung und völlig ausreichend. Dann kommt immer die Frage, wie zuverlässig ist denn so ein Auto? Wie zuverlässig ist der Motor? Wie zuverlässig ist das Getriebe? Das sind immer Fragen, die wir aus unserer Erfahrung raus beantworten können. Und zwar ist es dieser 3,6 Liter V6 Motor, der hier verbaut ist, der in ganz vielen anderen Modellen auch verbaut ist und der einfach zuverlässig ist. Wir haben mit diesen Motoren, ob es jetzt bei Jeep ist, bei Dodge ist, bei Chrysler ist, da es unterm Strich eh alles die gleichen Motoren sind, haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Was in der Zukunft ist, weiß ich nicht, und es wird sicherlich auch irgendwen geben, der mit so einem Motor schon mal Probleme hatte, das schließe ich gar nicht aus. Wir für uns haben in unserer 30-jährigen Geschichte noch keine Probleme mit diesen Motoren gehabt. Die sind gut, die sind zuverlässig, da wird ein Service dran gemacht, das war's. Das Getriebe bisher auch völlig problemlos. Der Pacifica hat serienmäßig ein 9-Gang Automatikgetriebe und da es den Pacifica jetzt erst seit
Mitte 16, Anfang 2017 gibt, sind jetzt mittlerweile aber auch über 3 Jahre, können wir auch nur eine absolut positive Zwischenbilanz ziehen. Keine Probleme, kein Theater mit. Die fahren und laufen wie ein Uhrwerk, die Autos. Da kann man nichts drauf kommen lassen. Wie gesagt, der hier hat jetzt schon über 70.000 Kilometer runter und läuft wunderbar. Wo ich auch noch gerne darauf eingehen möchte, sind die Crash-Test-Ergebnisse des Pacificas. Wir haben in unserem Vergleichsvideo den Dodge Grand Caravan verglichen und den Chrysler Pacifica. Und der Chrysler Pacifica hat in den NCAP-Crash-Tests wesentlich besser abgeschnitten als der Grand Caravan. Der Pacifica hat mit einem 5-Sterne über alles, also mit einem 5-Sterne-Gesamtergebnis abgeschnitten, was wirklich, wirklich gut ist. Eine Schwachstelle hat er gehabt bei dem Überrolltest, da wurde er nicht so gut bewertet. Aber ansonsten hat er wirklich sehr gut abgeschnitten. Was meiner Meinung nach auch ein wichtiger Aspekt ist, da das natürlich ein Auto ist, in dem man mit Familien und Freunden unterwegs ist und Menschen, die einem wichtig sind. Und natürlich auch die eigene Sicherheit ist extrem wichtig. Deswegen fährt man meines Erachtens nach immer mit einem ruhigeren Gefühl, wenn man weiß, dass so ein Auto in so einem Crashtest schon gut abgeschnitten hat und auf Herz und Nieren getestet wurde. Wir haben auch einige Airbags hier im Fahrzeug verbaut. Wir haben natürlich vorne die normalen, typischen Airbags, Beifahrer-Airbag, wir haben hier ein Knie-Airbag. Wir haben sogar hier oben Airbags verbaut. Das ist schon gut. Da kann man wirklich ruhigen Gewissens mitfahren. Dann können wir vielleicht gucken, dass wir das in Kombination mit dem Preis nochmal aufnehmen. Und zwar, welche Alternative gibt es denn überhaupt zu einem solchen amerikanischen Minivan? Diese Diskussion will ich es nicht nennen, aber dieses Gespräch führe ich mit ganz vielen Kunden ganz häufig, weil es gibt kaum Alternativen auf dem deutschen oder europäischen Fahrzeugherstellermarkt. Wir haben 3,6 Liter V6 Benziner, 7 Sitze serienmäßig, die man auch einklappen kann mit einem wirklich durchdachten Stone-Go-System. Wir haben hier Lederausstattung, wir haben Apple CarPlay, Tempomat und. Wir haben wirklich viel Ausstattung für knapp über 30.000 Euro. Was gibt es da noch? Was ist eine Alternative? Klar, der Dodge Caravan ist eine Alternative, ist aber auch ein Amerikaner. Und ansonsten, es gibt einen VW-Bus. Wenn ihr aber jetzt mal einen VW-Bus in die Waagschale schmeißt, der 2-3 Jahre alt ist, der eine ähnliche Ausstattung hat, der kostet ohne Ende. Also das Doppelte will ich nicht unbedingt sagen, aber da müsst ihr schon eine ganze Stange mehr Geld ausgeben. Und gibt es meines Wissens auch nur als Diesel, was im Moment vielleicht immer noch etwas verrufen ist. Dann gibt es noch von Mercedes eine V-Klasse oder ein Viano. Ist, glaube ich, noch teurer als ein VW-Bus. Und das, wo sich die meisten Kunden dann immer darüber beschweren bei den deutschen Herstellern, ist die Funktionalität. Weil, wenn die, angenommen, du musst jetzt einen schnellen Sitz ausbauen, weil du jetzt ein Fahrrad transportieren willst oder 2, 3, 4 Fahrräder, weil du mit deiner Familie einen Ausflug machen willst, hier klappst du in 3 Handgriffen die Rückbank um und schiebst die Fahrräder einfach durch. Du musst nichts losschrauben, nichts rausheben. Bei einem VW-Bus brauchst du erstmal dementsprechendes Werkzeug, um alle Schrauben zu lösen. Dann musst du diesen ganzen Sitz rausheben und der wiegt auch schon einige Kilos. Deswegen ist der von der Funktionalität sicherlich nicht so gut. Und beim Pacifica, wir haben elektrische Schiebetüren, wir haben eine elektrische Heckklappe, wir haben halt das Stone-Go-System, das einfach nicht nur ein Pluspunkt ist, das 5 Pluspunkte kriegt. Haben extrem Stauraum, weil wir 7 Sitze haben und Kofferraum hinten noch und auch noch hier unten, das zeige ich euch gleich, beziehungsweise hier unten, diese beiden Mulden oder diese beiden Fächer, nenne ich sie mal, wo normalerweise die zweite Sitzreihe reinklappt, die ist ja auch frei, wenn ihr die Sitze aufgestellt habt. Also es ist auch noch ein Raumwunder. Wir haben oben in der Dachreling diese integrierten Querträger, wenn das Auto eine Dachreling hat, diese integrierten Querträger, dass ihr sofort auch noch einen Gepäckträger, einen Dachgepäckträger oben drauf schnallen könnt, müsst keine Unterkonstruktion mehr kaufen. Das sind schon alles wirklich gute Pluspunkte. Deswegen auch der Verbrauch, ist auch immer noch ganz wichtig. Ich gucke jetzt mal. Wir sind hier aktuell bei 11,7 Litern.
das ist, dadurch, dass ich jetzt im Moment hier nur rumgefahren bin eine Runde, wirklich ein guter Wert für 3,6 Liter V6 mit fast 300 PS. Und wenn wir jetzt noch länger fahren würden und mal nicht nur Ampel an, aus, dann wird der Verbrauch auch noch weiter runtergehen. Deswegen kann ich da wirklich nur fürsprechen und sagen, das sind gute Autos, diese Pacificas. Was macht denn den Pacifica Touring L jetzt aus? Was ist an dem so besonders? Und zwar, wir haben in diesem Modell die elektrischen Schiebetüren serienmäßig, die elektrische Heckklappe serienmäßig. Wir haben einen teilanalogen, teildigitalen Tacho. Beim Limited werdet ihr sehen, dass die digitale oder der digitale Anteil am Display größer ist als beim Touring L. Wir haben das normale Leder oder die normale Lederausstattung und die Sitze, speziell die dritte Sitzbank, ist immer noch manuell einzuklappen. Das heißt, das, was ihr aus dem Vergleichsvideo schon kennt, wir müssen in der Reihenfolge die Zahlen ziehen, 1, 2, 3, 4 und klappen die Sitzbank um. Unterschied zum Limited ist hier, der Pacifica Limited hat die dritte Sitzbank hinten kann elektrisch umgeklappt werden. Da muss ich sagen, ist der Nachteil wieder, das dauert extrem lange. Also die Sitzbank ist ratzfatz umgeklappt und beim Limited dauert es einfach, dadurch, dass es elektronisch ist, dauert es eine ganze Ecke länger. Was haben wir noch im Touring L, was ihn ausmacht? Wir haben übrigens Isofix, weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wir haben auf dem Sitz Isofix, wir haben auf dem Sitz Isofix und wir haben hinten auch noch zweimal Isofix. Und zwar einmal auf dem linken Sitz, beziehungsweise in Fahrtrichtung ganz rechten Sitz, auf dem einzelnen breiten. Und auf dem Doppelsitz ist auch nochmal ein Isofix-Anschluss. Das heißt, wir haben vier Isofix-Vorrichtungen hier im Auto. Das heißt, ihr kriegt eure Kinder schon wirklich sicher transportiert. Der Touring L hat außerdem serienmäßig 17 Zoll Felgen drauf. Die gibt es in verschiedenen Designs mit kleinen, schmalen Speichen oder mit weniger Speichen und etwas größer. Da sind Geschmäcker immer verschieden. Da gibt es verschiedene Varianten. Und alles andere zeige ich euch von außen. So, der Pacifica von den Ausmaßen, die genauen Abmessungen schreibe ich euch nochmal unten in die Beschreibung, ist relativ lang, sind über 5 Meter. Wir können, was sehr schön ist, die Türen automatisch öffnen und schließen. Das heißt, wir können das entweder hier drüber machen, indem wir auf dieses Knöpfchen drücken oder den Hebel ziehen. Oder, was natürlich viel schöner ist, das zeige ich euch mal eben hier, auf den Schlüssel. Darüber kann ich auch, indem ich diesen Knopf hier unten zweimal drücke, die Tür elektrisch schließen und auch die Heckklappe elektrisch schließen. Die Tür hier vorne muss ich leider manuell zumachen. Aber damit ihr das Auto einmal in voller Pracht seht, ist wirklich ein schönes, gelungenes Auto. Finde ich optisch persönlich auch wirklich schön. Gefällt mir vom Schwung gut, von der Form gut, ist mal was anderes. Im Gegensatz zu dem eckigen Dodge Grand Caravan ist der Pacifica eher ein rundlich und etwas futuristischer designtes Auto. Das Thema der Sitzverstellung bzw. dieses von mir so hochgelobten Stone-Go-Systems in der zweiten Sitzreihe zeige ich euch jetzt. Das ist ganz einfach. Hierzu müsst ihr einfach nur den vorderen Sitz nach vorne machen. Das seht ihr jetzt nicht, das mache ich mal eben für euch. Zack und zack, dann haben wir nämlich in diesem Bereich hier mächtig Platz. Dann müssen wir einfach nur die Fußmatte entfernen und hinterher auch einmal durchsaugen, damit die ganzen Pollen hier raus sind, die hier reinfliegen. Die Fußmatte können wir einfach jetzt zu Demo-Zwecken auf die andere Seite legen. Dann haben wir hier unten diese Plastiklasche. Die ziehen wir einfach nur hoch. Dann klappt sich dieses Stück automatisch nach unten. Dann müsst ihr darauf achten, dass die Armlehnen hochgeklappt sind und dann ist alles ganz einfach. Wir ziehen mit einer Hand diesen Zug und der ganze Sitz ist weggeklappt. Dann nehme ich die Klappe wieder, die ich gerade weggemacht habe, lege sie wieder drauf, drücke einmal rein, bis sie eingerastet ist und der ganze Sitz ist verstaut. Und so ein schnelles Verstauungssystem kenne ich bei keinem und habe ich noch nie gesehen.
Der Weg nach draußen ist genauso schnell. Gleiches Prinzip, wieder die Lasche. Klappe hochklappen. Diesmal können wir auch hier vorne am Sitz greifen. Oder wir können auch die Lasche wieder nehmen. Ziehen das hoch, das System. Aufgeklappt. Klappe wieder zu. Und das war's. Bei der dritten Sitzreihe ist es eigentlich auch ganz einfach, wie das Ganze umgeklappt wird. Ich mache das sogar mal im Sitzen. Daran erkennt ihr mal, wie simpel das ist. Wir haben zum einen, die Sitzbank ist zweigeteilt. Wir haben einmal ein Drittel und einmal zwei Drittel. Ich klappe jetzt mal das ein Drittel ein. Wir haben hier oben eine Lasche für die Kopfstütze. Dann haben wir unten die Nummer 1, die ist nummeriert. Die ziehe ich und die Nummer 2. Und haben im Sitzen den ganzen Sitz umgeklappt. Der Weg zurück ist der gleiche. Da kann ich einfach die Lasche wieder ziehen. Da muss ich aufpassen, dass ich den Gurt hier nicht wegmache. Den klemme ich da wieder ein. Und habe das Ganze wieder aufgestellt. Und das geht in 3 Sekunden im Sitzen mit einer Hand. Der Unterschied zum Limited ist jetzt, dass der Touring L diese ganze Bedienung manuell hat. Vorteil, es ist natürlich schneller und es kann nicht kaputt gehen. Der Limited, der Pacifica Limited, hat dann hier eine elektrische Schaltkonsole mit Knöpfen, wo wir diese Sitzreihe elektrisch verstellen und elektrisch einklappen können. Vorteil, es ist elektrisch. Nachteil beim Limited, es dauert wesentlich länger als die manuelle Einklappung hier beim Touring L. Ansonsten, die Funktion ist relativ simpel. Wir haben hier extrem viel Platz immer noch, obwohl wir auch schon 7 Sitze haben. Das heißt, man könnte theoretisch alle Sitze besetzen und hat hier immer noch Platz für Einkäufe, für einen Kinderwagen, für Reisegepäck, was auch immer. Schließen können wir die Klappe entweder über den Schlüssel oder über die Bedienanhalt vorne im Fahrerraum oder über diesen Knopf hier. Damit ihr noch einen Überblick kriegt, wie das Auto aussieht, wenn alles eingeklappt ist, zeige ich euch das mal eben schnell noch. Und so schnell kann es gehen. Das war unser Video zum Chrysler Pacifica Touring L. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte einige Fragen beantworten und habe euch ganz viele neue Kenntnisse vermitteln können. Wenn es euch gefallen hat, dann bedanke ich mich zum einfach Zuschauen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Wenn ihr sonst individuelle Fragen habt zum Pacifica, dann ruft uns gerne an, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei WhatsApp. Kommt vorbei, wir sind für euch da und helfen euch gerne. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.